Darf die Krankenkasse das Gestaltungsrecht beim Rentenantrag wegen Erwerbsminderung einschränken? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen das ja, wenn Sie längere Zeit erkrankt sind, dann beziehen Sie oftmals Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Und dann ruft das auch leider manchmal auch die Sozialleistungsträger auf den Plan und die verlangen dann von den Betroffenen hier, dass diese einen Antrag auf eine Reha-Maßnahme oder eine Rente wegen Erwerbsminderung stellen sollen. Und diese Probleme oder dieses Antragsrecht, meine Damen und Herren, das kann dann letzten Endes auch durch die Einschränkung der Dispositionsfreiheit letzten Endes auch begrenzt werden. Und diese Einschränkung hat dann auch direkte Auswirkungen auf das Recht, den Beginn der Rente wegen Erwerbsminderung selbst festzulegen. Und wie stark dieses Recht eingeschränkt werden kann, damit hat sich das Sozialgericht Koblenz in einer Entscheidung vom 29. Oktober 2021 beschäftigt und hat dazu auch ein interessantes Urteil gefällt. Ja, was ist passiert? Ein 58-jähriger Mann, der hat 2018 einen Herzinfarkt erlitten und war daraufhin arbeitsunfähig. In dieser Zeit hat er verschiedene Sozialleistungen erhalten, darunter Krankengeld, Übergangsgeld und auch Arbeitslosengeld. Anfang 2018 stellte er einen Antrag auf medizinische Rehabilitation und nahm an zwei Reha-Maßnahmen teil. Und im Februar 2019, also ein paar Monate später, beantragte er dann Rente wegen voller Erwerbsminderung. Ja, die deutsche Rentenversicherung hat dann aber seinen ersten Reha-Antrag aus dem Januar 2018 als Rentenantrag bewertet und bewilligte ihm dann die Rente wegen voller Erwerbsminderung rückwirkend zu diesem Zeitpunkt. Der Kläger aber wollte, dass sein Rentenantrag erst ab Februar 2019 berücksichtigt wird, weil er ja bis dahin höhere Sozialleistungen erhalten hat. Und er wollte auch damit erreichen, dass letzten Endes er eine längere Zurechnungszeit bekommt und auch, dass die Sozialleistungen, die er bis dahin erhalten hat, dann auch letzten Endes in die Rentenberechnung der EM-Rente mit einfließen. Ja, und das Koblenzer Sozialgericht hat aber der deutschen Rentenversicherung Recht gegeben und hat gesagt, dass die Krankenkasse zu Recht zugunsten oder zu Ungunsten des Klägers den späteren Rentenbeginn abgelehnt hat. Sie hat bereits im September 2018 das Gestaltungsrecht des Versicherten eingeschränkt. Das bedeutet, dass der Kläger hier Entscheidungen über seinen Rentenantrag nur mit Einwilligung der Krankenkasse hätte stellen können. Das heißt also, er hätte seine Krankenkasse fragen müssen, darf ich meinen Rentenbeginn auf einen späteren Zeitpunkt für die Zukunft schieben? Und das hat die Krankenkasse eben verneint und hat gesagt, nee, das darfst du eben nicht. Dein Reha-Antrag, den wir uns sozusagen auch angeschlossen haben, aus 2018 gilt hier als Rentenantrag. Und so hat das auch das Koblenzer Sozialgericht gesehen und hat dann hier die Klage des Klägers auf den späteren Beginn der Erwerbsminderungsrente abgelehnt. Ja, meine Damen und Herren, so kann es gehen. Das Umdeutungsrecht, die Einschränkung der Dispositionsfreiheit, das heißt also darüber selbst zu entscheiden, wann meine Rente eigentlich beginnen soll, kann unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen eingeschränkt sein. Und das wiederum, meine Damen und Herren, kann dazu führen, dass Sie dann eben geringere Renten bekommen oder aber eben auch hier in Ihrer Freiheit darüber selbst zu entscheiden, wann Ihre Rente beginnt, eingeschränkt sind. Das sieht das gesetzliche Rentenrecht tatsächlich auch so im Paragraph 116 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6 vor. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.